Hallo, danke fürs Einschalten. Hier möchte ich mal zeigen, welche Möglichkeiten es unter anderem gibt, eine Spirale oder so eine Feder herzustellen. Es gibt zum Beispiel die freie Variante, das heißt ohne ein Add-in. Die zeige ich jetzt mal als erstes dazu. Fügen wir mit Shift A erst einmal einen Kreis hinzu, um ganz einfach zu sagen, ich möchte mir jetzt erst einmal den Querschnitt dieser Feder machen. Und das verschiebe ich jetzt mal mit G und drücke dann X und schiebe das mal ein bisschen rüber. Jetzt fügen wir uns mal irgendein Objekt hinzu, was eben als Mittelpunkt, also als Achse dienen soll. Dazu nehme ich immer gern so Leerobjekte, weil man die eben nicht sieht. Das springt jetzt hierher. Man kann das natürlich alles auch wahllos verschieben. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Querschnitt und in der Mitte soll jetzt unsere Achse liegen. Deswegen dieser Abstand jetzt hier. Jetzt klicken wir auf den Kreis, der ja zur Spirale werden soll, gehen mal in die Modifier rein und gehen hier ganz einfach in die Schraube rein und sehen jetzt, dass erstmal nicht so sonderlich viel passiert, denn wir müssen sagen hier, das Objekt braucht natürlich eine Achse und das soll eben das Leerobjekt sein. Jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen die Achsen verstellen, weil wir ja weil die Achse ja hier ist, das heißt, das liegt auf der Y-Achse und der Schraubenring sozusagen auf der X-Achse. Und jetzt können wir das ganz einfach hier ein bisschen bearbeiten. Hier die Wiederholungen und hier natürlich dann im Prinzip die Steigung sozusagen. Da muss man natürlich schauen, was hat man für Durchmesser, was hat man für Größe, für Länge, was braucht man ungefähr. Und da kann man natürlich dann wahllos das eben verlängern und also im Prinzip alles relativ selbsterklärend. Man kann natürlich auch die Fläche noch bearbeiten, wenn man wieder in den Bearbeitungsmodus reingeht und dann sagt, wir skalieren mal den Kreis runter. So kann man dann natürlich ganz einfach auch den Durchmesser der Feder sozusagen bearbeiten. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Generell könnt ihr das natürlich hier auch dann noch ein bisschen glänzen machen, Material hinzufügen. Es kann aber unter Umständen sein, dass ihr das vorher mal markieren müsst und dann unter Konvertieren zu, dass ihr das dann mal noch zu einer Masche konvertieren müsst. Sonst kann es sein, dass ihr kein Material hinzufügen müsst. So funktioniert das dann aber schon. So, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hier eine Kurve hinzuzufügen, um die Spirale eben an einer Kurve entlang fahren zu lassen. Dazu fügen wir mal eine Bezierkurve hinzu, skalieren die ein bisschen hoch, je nachdem wie man das eben braucht und fügen jetzt zu unserer Spirale mal noch den Modifier hinzu und zwar Kurve und dann wählen wir natürlich die Kurve aus, die Bezierkurve und müssen auch hier nochmal schauen von der Achse her, an welcher Achse wir uns bewegen und schon haben wir im Prinzip die Kurve. Okay, das war jetzt erstmal die Variante 1 und die nächste Variante würde ich dann einfach mal im nächsten Video vorstellen, je nachdem, ob euch das hier schon ausreicht oder nicht, weil die Videos ja gern immer ein bisschen kürzer sein sollen. Generell ist es so, die Feder kann man jetzt auch wahllos kopieren, also duplizieren. Dazu sollte man aber vorher mal, ich blende mal wieder die ganzen Maschen ein, die Feder auswählen mit dem Leerpunkt, also mit dem Leerobjekt und dann mal mit Steuerung und P zu einem, also Parent setzen, also quasi miteinander verbinden, um eben dann das auch ja, kopieren zu können, weil es sonst sein kann, dass ihr im Prinzip das nicht sinnvoll kopieren könnt, weil sich das immer auf das Leerobjekt mit bezieht. Also das heißt, man mit Steuerung und P verbinden und dann könnt ihr das eben auch kopieren und verschieben, wie ihr wollt. So, das war es aber dazu und dann im nächsten Tutorial, wie gesagt, mal die Variante mit dem Add-in, die Spirale oder eine Feder eben herzustellen.